Ja, klar, klar. Nee, das ja, wie kann man von einem Grünen erwarten, eine andere Antwort? Wie stehst du zur Fahrradpolitik? Fahrrad? Ja, ich stehe ja klar, positiv. Sehr politisch. Wie kann ich? Meine, was erwartet man von mir zu dieser Frage? Also, ja, hallo zusammen. Ja, das ist sie nun, die Creme de la Creme der Grünen Partei im Saarland, Listenplatz 2. Und somit ist diese redegewandte, wortstarke Dame, Frau Kudukova, glaube ich, heißt sie. Sie ist aus der Ukraine. Ja, vielleicht sind das die Kriterien, die man braucht bei den Grünen. Blond, Frau und ja, nicht aus Deutschland. Dann kann man in Deutschland Politiker werden und Karriere machen. 10.000, 15.000 Euro im Monat verdienen, ja, für nichts und wieder nichts. So hat es den Anschein. Die Dame macht öfter mal ein sehr verdutztes Gesicht. Auf Fragen kann sie auch nicht so besonders gut und schnell antworten. Aber sie ist guter Dinge und gut gelaunt. Vielleicht machen wir die nächste Frage, dann kannst du danach nochmal antworten. Tja, machen wir mal die nächste Frage. Schauen wir mal, vielleicht wird's ja besser. Was halten Sie von dem CO2-Zertifikatshandel, Zertifikatehandel? Tja, so richtig besser wird's nicht, aber das Gesicht ist wirklich Gold wert. Ein wunderbar intelligenter Gesichtsausdruck. Tja, Leute, so ist das in Deutschland. Das ist das Deutschland, von dem Bundespräsident Steinmeier behauptet, es ist das Land, in dem man gut und gerne leben kann. Und Frau Dr. Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, sagt immer wieder, wir schaffen das. Wir fragen uns allen Ernstes, gibt es tatsächlich über 80, ja, weiß ich, 85, 90% Bundesbürger, die diesem System noch vertrauen und die diesem System noch wirklich ihre Stimme geben? Das scheint fast unmöglich, aber traurigerweise ist es so. Tja, Leute, von den nächsten beiden Meldungen bringen wir keine Bilder, das sparen wir uns mal. In Würzburg hat ein junger, dunkelhäutiger Mann 3 Menschen erstochen und ja, ich glaube 6 weitere verletzt, zum Teil schwer. Er wurde überwältigt von der Polizei und festgenommen. In Mali im Rahmen eines UNO-Einsatzes gab es einen Terroranschlag mit einer Autobombe auf einen Bundeswehrkonvoi. Hier wurden 9 Menschen verletzt, 3 davon schwer. Über die Schwere der Verletzung ist nichts bekannt, aber wie wir das so kennen von den amerikanischen Veteranen und von den amerikanischen Soldaten, die dort überall Dienst tun, ja, kann man mit erheblichen schweren Verletzungen, die ein Leben lang ihre Spuren hinterlassen werden, rechnen. Herr Steinmeier, Frau Merkel, für uns gilt, dies ist nicht mehr das Land, in dem wir gut und gerne leben. Und Sie haben das zu einem erheblichen Teil mit zu verantworten. Damit werden Sie leben müssen. Leute, diesmal kein Bröckeln und Bröseln. Der Anlass ist relativ ernst. Aber ein Tipp, ein Hinweis für euch haben wir trotzdem. Geht weiterhin hinaus, sagt eure Meinung, sagt, was ihr wisst und haltet den Leuten diese Tatsachen immer wieder vor Augen. Immer und immer wieder müsst ihr ihnen sagen, in was für einem Land wir wirklich leben. Vielleicht, vielleicht gibt es eines Tages so weit, dass doch mehr Leute aufwachen und diesen Politikern ihr Vertrauen völlig entziehen. Leute, habt trotz allem ein schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Musik.